Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic, der letzten Folge im Jahr 2022. Ja, wir sind wieder hier mit unserem Mandalorian auf Voss unterwegs und wir haben Silvester. Heute ist der 31. Dezember, wenn ihr die Folge natürlich heute schaut, vielleicht habt ihr aber auch heute gerade aktuell was anderes zu tun. Würde ich komplett verstehen. Ich bin wahrscheinlich, na gut, um die Zeit bin ich, also wenn die Folge rauskommt, bin ich noch zu Hause, aber dann bin ich auch natürlich unterwegs mit Freunden zum Silvesterabend. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag, ihr rutscht gut rein. Also rutschen ist ja dieses Mal wirklich nicht, also da muss man ja keine Angst haben, nicht mal bei Kopfsteinpflaster in irgendwelchen Altstädten. Also bei 17 Grad sind es, glaube ich, bei uns im Höchsttemperatur an dem Tag. Also ich glaube, da rutscht niemand ins neue Jahr. Aber zumindest metaphorisch dann doch schon. Vielleicht findet ihr auch irgendwo einen Spielplatz und könnt die Rutsche runterrutschen. Funktioniert bestimmt auch hervorragend für das Sprichwort. Ja, heute Mittag gibt es wie immer Linsensuppe und abends, glaube ich, Raclette oder so. Bestimmt, ja, Raclette haben wir, glaube ich, geplant. Also von daher, ja. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euer Silvester aussieht. Oder wenn ihr es im nächsten Jahr guckt, wie euer Silvester aussah. Hm? Hier auch mal ein bisschen mit den Zeiten spielen. Ja, ich habe aber, weil es ja heute die letzte Folge des Jahres ist, dachte ich, es ist doch eigentlich die Zeit der Jahresrückblicke. Und jeder macht doch einen Jahresrückblick. Und da habe ich letzte Woche so ein bisschen gedacht, nachdem ich das Community-Umfrage-Feature benutzt habe, habe ich ja auch in der Folge angekündigt, dass ich da über die Woche ein paar Fragen stellen werde, die ihr dann beantworten könnt und wo wir dann mal gucken, was da so rauskommt bei den Fragen, die ich euch stelle und was so eure Lieblings-Let's Plays waren, euer Lieblingsspiel dieses Jahr und so weiter und so fort. Hab da jetzt jeden Tag eine neue Umfrage rausgehauen. Die Teilnahme war nicht mehr so hoch wie bei den ersten Umfragen, was aber auch absolut nachvollziehbar ist. Ich würde auch nicht jeden Tag Lust haben, bei einer Umfrage teilzunehmen. Ich verspreche aber, dass ich das nicht jeden Tag mache. Ich versuche aber so jede Woche mal so eine Umfrage zu machen, weil ich das einfach prinzipiell spannend und cool finde, diese Funktion. Aber wir gehen mal ein bisschen durch, was ich so gefragt habe und was ihr auch so geantwortet habt, weil das sind nämlich ein paar spannende Dinge dabei. Zum Beispiel, was für euch das beste Spiel 2022 war. Da haben 21 Leute mitgemacht, stand jetzt. Und im Angebot waren God of War Ragnarök, Elden Ring, Horizon 2, also Horizon Forbidden West. Man darf leider nur 14 Zeichen reinpacken, deswegen habe ich es Horizon 2 genannt. Und Stray, also das Katzenspiel. Natürlich bewusst, weil das auch, glaube ich, alle Spiele waren, die beim Game of the Year, bei den Game Awards nominiert waren. Das heißt, da habe ich mir die Vorauswahl ein bisschen abnehmen lassen von Geoff Keighley bzw. der Jury da. Ja, gewonnen hat God of War Ragnarök mit 43%, danach Elden Ring, dann Stray und dann Horizon Forbidden West. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe jetzt aktuell habe Horizon Forbidden West nochmal im New Game Plus durchgeschnellt. Also nicht durchgespielt, muss man wirklich sagen, ich habe alles geskippt. Aber das Kampfsystem finde ich immer noch geil. Aber ich hatte jetzt irgendwie keinen Nerv nochmal für die ganze Story, weil die ist doch ein bisschen lang. Und ich wollte nur die neuen Trophäen haben, nachdem es den New Game Plus Modus ja dann gab. Und da gibt es ja neue Trophäen, wenn man das auf Ultra schwer und so abschließt, das habe ich halt nochmal gemacht und das war echt ein Kraus. Also der Endkampf hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Also das ist einfach nur, das ist nicht so geil gemacht. Die Gegner werden einfach zu Bullet Sponges. Also du brauchst einfach viel mehr Pfeile, viel mehr Ressourcen und Co., um die zu besiegen. Und zum Glück war mein Stash, also mein Lager noch recht voll, deswegen hat das gut funktioniert. Aber, also nochmal würde ich das, also ich habe es dann nochmal gemacht, im Story-Modus, weil es ja auch noch neue Belohnungen gibt und dazu muss man mehrere Missionen machen. Das heißt, ich habe von dem New Game Plus nochmal ein New Game Plus erstellt, also nochmal iteriert und habe es dann quasi nochmal durchgespielt, natürlich wesentlich schneller, hat irgendwie der Endboss 2 Minuten gedauert. Also ich bin gar nicht beim Endboss gewesen, ich habe dann ein paar Nebenmissionen gemacht, weil du brauchst gewisse Champions-Tokens, die du bekommst, wenn du eben Missionen im New Game Plus abschließt, um neue Belohnungen freizuschalten. Wenn du alle diese neuen Belohnungen freigeschaltet hast, kriegst du noch eine Trophäe. Und ich wollte halt wieder meine 100% bei Horizon Forbidden West haben, deswegen habe ich das halt nochmal gemacht. Ja, und das war eine sehr spannende Sache, sagen wir es mal so. Aber gut, wundert mich, dass es so weit hinten ist. Dann haben wir Stray, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde immer noch, dass die Nominierung fürs Game of the Year ist ein bisschen größenwahnsinnig gewesen, aber ich glaube, es war einfach so ein, es war ein Eventspiel, glaube ich, es war so ein bisschen auch ein Meme-Spiel, einfach mal Katze sein und die Entwickler haben ja auch, also die Entwickler waren ja auch sehr, 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 sehr klug in ihrer Umsetzung, wenn ich so nennen will, denn sie haben halt alles reingepackt, was Katzen machen, also du konntest halt mit der Katze, wenn du irgendwo nicht stehen bleibst, konntest du an Sofas kratzen, du konntest schlafen, solange du willst, du konntest das Spiel 5 Stunden lang
Ich glaube, gibt sogar ein Achievement für. Ich habe nicht alle gemacht, weil manche sind echt ein bisschen dull, also ein bisschen dumm, wenn man schon fast will. Einfach nur Zeit abwarten. Ja, habe ich nicht alle gemacht, alle Achievements, aber du kannst halt zum Beispiel einfach, glaube ich, 5 Stunden einfach nur liegen bleiben und schlafen. Ich meine, das machen meine Katzen, ich gucke sie ja jeden Tag an. Die wohnen ja schließlich in meinem Haus. Und ja, genau das tun sie. Die schlafen den ganzen Tag. Das ist das, was Katzen machen. Und das haben die halt einfach reingemacht. Du kannst an Sofas kratzen, du kannst um Beine rumstreichen und so. Also du kannst halt wirklich alles tun, was Katzen tun. Und das ist halt einfach ein cooles Feature gewesen. Cool für Katzenfans und Besitzer, dass man das einfach mal in einem Videospiel sogar präsentiert sieht, was es halt vorher nicht so gab in dieser Art. Das heißt, von daher ist das halt einfach eine gute Leistung der Entwickler gewesen, dass man sowas mitdenkt und halt nicht einfach nur ein Spiel macht, wo die Katze jetzt einfach der Protagonist ist, statt ein Mensch und ansonsten das Spiel aber eigentlich 1:1 funktioniert. Sondern man hat das Spiel schon an die Katze angepasst. Ich bin nicht so froh darüber, dass man diesen Roboter am Ende eingefügt hat, also dass es diesen Roboter gibt, der quasi sprechen kann über Text mit den Robotern in der Welt, weil ich lieber ein Spiel gehabt hätte, was sich komplett auf dieses Katzenfeature fokussiert. Also, was sich komplett darauf versteift zu sagen, okay, wir spielen jetzt als Katze und wir verstehen uns die Umwelt vielleicht nicht, aber wir sehen vielleicht die Gestiken von den Robotern und wissen dann, was sie wollen. Oder sowas in der Art. Das hätte ich noch viel, viel besser gefunden. Aber so war es auch ganz cool. Also man konnte es gut spielen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich teleportiere mich mal raus, weil jetzt sind wir alle respawned. Es dauert viel länger, bis wir hier durchgelatscht sind, als wenn wir jetzt einfach wieder raus teleportieren. Also ja, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, das kann ich sagen. Und ein verdienter dritter Platz. So, weiter geht's gleich. Ich habe die hier gefunden, als ich den Jedi aus dem Posten geräumt habe. Das sieht aus, als wäre es Teil der Verteidigungsstrategie der Jedi für Voss. Ich werde das sofort an meine Vorgesetzten weiterleiten. Indem ihr die Pläne gefunden und ihre Basis ausgelöscht habt, habt ihr den Jedi einen ordentlichen Rückschlag verpasst. Sie werden zu beschäftigt mit dem Wiederaufbau sein, um sich bei unserem Waffenstillstand mit den Voss einzumischen. Gute Arbeit. Jeder verantwortliche Bürger konnte sehen, dass die Jedi eine Bedrohung darstellten. Dank euch muss man sich ihretwegen jetzt weniger Sorgen machen. Ja, dann Platz 2. War Elden Ring. Lustigerweise ein Spiel, was überhaupt nicht auf meinem Kanal stattgefunden hat, in dem ich aber im April und Mai, glaube ich, sehr, sehr viele Stunden versenkt habe und das habe ich auch sehr genossen. Lustigerweise habe ich nicht den Endboss geklatscht und ich würde mich normalerweise dafür hassen, aber Elden Ring war wirklich, also ich habe es nicht geklappt, aber Elden Ring war wirklich ein Spiel, wo der Weg das Ziel war. Also eindeutig. Also ich hätte in jedem anderen Spiel, wenn ich das Spiel irgendwie, ich habe glaube ich 40, 50 Stunden gespielt, wenn ich jedes andere Spiel, wenn ich das so lange gespielt hätte und hätte nicht den Endboss gelegt oder einfach das Spiel zu Ende gespielt, in Anführungsstrichen, hätte ich mich wirklich dafür gehasst. Aber Elden Ring, weil die Story eh null Sinn ergibt für mich, also sie ergibt natürlich irgendwie in gewisser Weise Sinn, aber sie ist halt absolut abgehoben und ja, du kannst die Story nicht genießen, wenn du das Spiel spielst. Du musst dir danach unbedingt Sachen angucken und so und davon bin ich nie Fan gewesen, deswegen war bis jetzt auch Dark Souls und so nie was für mich. Aber dieses Open-World-Konzept mit diesem, du kannst andere Wege gehen und dadurch dich hochleveln, wenn du mal sagst, ich komme hier gerade nicht weiter, weil die noch zu schwer sind oder so, war recht cool. Und ich habe mir einfach das Ende als Video angeguckt. Vielleicht irgendwann mal nochmal einen neuen Durchgang, aber am Ende kam ich gegen die Elden-Bestien nicht so richtig zurecht. Und habe dann nach dem 15. Versuch irgendwann gedacht, nee, komm, lass. Passt schon. Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel und ja, also auf jeden Fall von dem sandboxigen Charakter her, wenn man so will, also diesem Spiel wie du willst und mach was du willst, auf jeden Fall eins der besten Spiele, das ich je gespielt habe und dieses Jahr auf jeden Fall auch ein sehr starkes Spiel. Ich würde nicht sagen mein Spiel des Jahres, weil es einfach nicht wirklich mein Genre ist, das heißt, ganz schwer für mich tatsächlich ein Spiel des Jahres auszumachen, weil Platz 1 bei der Umfrage God of War Ragnarök kommt leider auch nicht dran. Also ich habe jetzt lange über das Spiel nachgedacht. Ich habe auch wirklich viel, viel Spaß gehabt beim Let's Play. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das zu Let's Playen. Einfach mal durchzuziehen. Wirklich gleich beim ersten blinden Durchgang. Nicht so wie sonst beim New Game Plus oder so. Aber es kommt leider nicht an den ersten Teil ran, weil es viel zu unfokussiert in der Story ist. Das Gameplay und so ist klasse. Es ist gut weiterentwickelt mit dem Speer und alles. Aber es kommt leider nicht an den ersten Teil ran, weil der erste Teil hat so eine simple und gleichzeitig gute Story.
Das schafft der Zweite einfach nicht. Der Zweite verstrickt sich zu sehr in alles Mögliche, was er erklären will. Und verliert dadurch den Fokus auf die Hauptfiguren und möchte einfach zu viel in diesem einem Spiel erreichen. Und dadurch merkt man, habe ich zum Beispiel oft den roten Faden einfach komplett verloren. Und das ist schade. Aber ein starkes Spiel auf jeden Fall. Also es ist meckern auf hohem Niveau. Es gab sehr coole Momente, epische Momente, aber es kommt halt nicht an den ersten Teil im Story-Sinn heran. Technisch und grafisch und auch spieltechnisch ist es auf jeden Fall eine Verbesserung gewesen. Fremdling, ruht euch aus, findet Schutz, kehrt nach Hause zurück. Da hinten liegt nur Gorma-Gebiet. Danke, aber unerlaubtes Betreten gehört zu meinem Beruf. Ein Fremdling wurde heute bereits von den Gormax erwischt. Sieht nicht so aus, als würde hier draußen viel Verkehr herrschen. So ist es. Es war sehr ungewöhnlich. Die Gormax haben angegriffen. Sie hat sich ergeben. Sie war nicht auf einen Kampf aus. Normalerweise bringt der Feind jeden um. Die Frau wurde zu den Bestienpferchen der Gormax gebracht. Ihr Schicksal ist besiegelt. Ich kann es kaum erwarten, ihr Gesicht zu sehen, wenn ich sie da raushole. Ich werde euch den Ort zeigen. Seid vorsichtig. Alright. Genau, in den Kommentaren war da noch von Star Wars Republic die Rede. Witzig, aber ich meinte eher so Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. Ja, man kann es natürlich jetzt auch anders fassen, ne? Spiele, die man erst dieses Jahr lieben gelernt hat oder so, kann man natürlich auch immer sagen. Aber nee, ich meinte schon Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Von daher, da kommt Star Wars Republic leider nicht ganz ran. Das ist 11 Jahre zu spät. Aber ansonsten, ja, Star Wars Republic ist natürlich auch immer eins meiner Highlights. Ist eine Hassliebe, haben wir schon oft drüber geredet. Hört euch einfach den Podcast an, der ist lang genug. Den ich da letztens auch auf meinem Community-Tab verlinkt habe, wo wir über die Erweiterung geredet haben im Dezember. So. Genau, und Marvel Spider-Man Remastered. Ich glaube, für den PC kam das ja dieses Jahr dann endlich raus. Habe ich ja auch schon letztes Jahr quasi noch gespielt, als der Film in die Kinos kam, auf der PlayStation 5. Und Miles Morales gibt es ja auch noch. Kommt, glaube ich, jetzt bald auf dem PC oder kam schon. Ich habe da nicht so den Überblick, weil ich die halt schon gespielt habe auf der PS5. Die spielen nur auf dem PC. Genau. Dann die andere Frage, welches Nicht-Star Wars Let's Play auf meinem Kanal hat euch dieses Jahr am besten gefallen? Da habe ich zur Auswahl gestellt 2 Point Campus, Stray, God of War oder God of War Ragnarök. Und da natürlich wenig überraschend auch God of War Ragnarök gewonnen bei 19 Stimmen. Finde ich nett, weil es hat mir wirklich, also das Let's Play hat mir mehr Spaß gemacht als das Spiel an sich. Das würde ich sagen, nein, das hört sich auch falsch an. Das Let's Play hat mir Spaß gemacht, obwohl ich das Spiel nicht so gut fand wie das erste Spiel. Weil es einfach blind war. Also God of War, als ich Let's Played habe, war halt New Game Plus. Ich kannte die Story schon. Ich kannte auch schon Let's Plays. Also ich habe es ja schon mal gesehen, bevor ich es überhaupt das erste Mal gespielt habe. Und ich kannte halt alles einfach schon. Aber God of War Ragnarök war blind. Ich habe die Story erlebt. Ich war bei den Überraschungsmomenten wirklich überrascht. Und ich glaube, das merkt man einfach auch bei so einer Folge. Und deswegen glaube ich auch, dass das viele Leute sehr gut gefunden haben. Auch wenn ich weiß, dass viele da immer den Fokus verlieren oder beziehungsweise den Anschluss verlieren, weil es halt sehr viel ist. Wobei ich da schon human war, indem ich 2 Folgen am Tag rausgehauen habe. Also das ist wirklich auch ein Novum. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe. Aber es funktionierte, glaube ich, weil ich rendern und hochladen konnte gleichzeitig mit der PlayStation 5. Weil ja quasi mein PC gerendert hat, während ich auf der PS5 die Spielleistung lief. Und dadurch konnte ich quasi, während ich aufnehme, auch gleichzeitig die Videos fertigstellen und rendern. Und ich glaube, das hat einiges ausgemacht. Ja. Auf jeden Fall, ja. God of War hat mir aber auch viel Spaß gemacht, der erste Teil. Wie gesagt, für mich inhaltlich der bessere. Aber dass das Let's Play zu einem Spiel, was ich nicht kenne und was ihr nicht kanntet, euch besser unterhalten hat, ist jetzt keine Erniedrigung meiner anderen Let's Plays. 2 Point Campus, ja, ist halt ein Aufbauspiel. Das ist jetzt auch nicht so mein Hauptfokus auf dem Kanal. Ich bin ja auch privat eher der Story-Fan. Also ich spiele lieber Story-Games. Aber 2 Point Hospital hat mir halt Spaß gemacht. Und bei Campus habe ich mir vorgenommen, dass ich es direkt von Anfang an spiele. Und auch gleich alle DLCs mit. Hat jetzt auch nicht funktioniert. Den neuen DLC habe ich immer noch nicht angeguckt. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Weil irgendwie, wenn man einmal raus ist aus diesem System, aus dem Spiel, dann bleibt man da auch irgendwie draußen. Das ist schade. Aber ist halt dann so. Gibt genug andere Sachen, die man spielen kann. Ja, genau. Stray haben noch, ist Platz 2 quasi geworden. Und Platz 3 teilen sich dann halt God of War 1 und 2 Point Campus. Kann ich nachvollziehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Stray Let's Play. War ein schönes, kurzes Let's Play. Waren 4 Folgen, glaube ich. Also davon, ja, das ist einfach, war einfach, wie gesagt, ein schönes, kompaktes Game.
Und habe ich, glaube ich, auch zweimal durchgespielt, dann nochmal privat, nochmal fix. Aber, ja. War leider auch schnell vorbei, aber wie gesagt, das muss es ja auch geben, mal Spiele, die ein bisschen kürzer sind. Dafür war es recht teuer, das stimmt, da haben mich schon Leute gehört, die sich dies bemängelt haben. Und ja, auch wenn ich sage, Spiele müssen sich nicht mit ihrer Länge im Preis rechtfertigen, sondern mit ihrer Qualität, wie sie rauskommen, und dafür, dass Stray quasi keine Bugs und nichts hatte und ordentlich auf den Markt gekommen ist, kann man das schon mal bezahlen. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, dass da vielleicht 30 Euro ein bisschen viel sind für 5-6 Stunden Unterhaltung. Absolut nachvollziehbar. Aber gut, du musst ja ein Achievement machen, indem du 5 Stunden schläfst. Das heißt, du hast da mindestens schon mal 5 Stunden mehr Unterhaltung noch. Gut, welches Livestream-Projekt? Leider dieses Jahr nicht so viel gelivestreamt wie noch 2020 und 2021 habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen gelivestreamt, aber nicht mehr so viel wie damals. Einfach Zeit und ja, auch ich hatte, glaube ich, mal ein paar Mal ein Livestream irgendwie angekündigt oder gestartet. Dann hat irgendwie mein Internet nicht gestrikt. Ich habe extra nicht die Star Wars Republic Updates mit reingenommen, weil, naja, ich möchte die Umfrage ja auch nicht verzerren. Ich meine, jeder oder sehr viele würden wahrscheinlich Star Wars Republic dann nehmen. Deswegen habe ich jetzt mal nicht Star Wars Republic Livestreams zu den Updates mit reingenommen. Habe ich aber reingenommen Miles Morales, Horizon Zero Dawn und Hitman 3. Hitman 3 gibt es ja Leute, die wünschen sich, dass ich da mal wieder was mache. Ich fand die beiden toll. Ich fand auch tatsächlich 1 und 2 waren so meine Pandemie-Spiele. Also als die Pandemie so richtig reingekickt hat, 2020, habe ich mir Hitman 2 geholt und es war einfach... Am Anfang, das ist ja wie bei Ukraine-Krieg oder beim Krieg in der Ukraine. Ich möchte ihn nicht mehr Ukraine-Krieg nennen, weil das impliziert, dass die Ukraine daran ja einen Anteil hat. Einen aktiven Anteil, also nicht diejenigen sind, die angegriffen wurden. Also besser ist zum Beispiel der Angriffskrieg auf die Ukraine, als der also es nach dem zu benennen, der angegriffen wird. Ne? Das ist, ja. Aber das ist ein anderes Thema. So war es halt da auch und bei der Pandemie auch. Ich habe mich halt am Anfang, man hat immer am Anfang dieses Überinformieren. Also du informierst dich halt über alles Mögliche und das bedeutete für mich damals halt, ich gucke sehr viel Markus Lanz. Ich weiß, Sweet Summer Child, wie kann man da Informationen erwarten? Das stimmt, aber naja, gut, es waren halt nun mal politische Leute da und, also Politiker da, politische Leute, mein Gott. Ich rede heute aber auch wieder Schwachsinn. Es waren nun mal Politiker da, die halt da auch mal ihre Entscheidungen erklärt haben und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, das war in der ersten, also im ersten Winter dann von Dings. Da waren auch mal Leute vom Ethikrat da, die so Themen angesprochen haben, wie die psychische Gesundheit, die Rechte von Jugendlichen und Kindern in der Pandemie, dass sie halt nicht die Leidtragenden sein sollen. Und nicht immer nur, es darf halt nicht immer nur darum gehen, die Älteren zu schützen und so weiter. Sehr spannende Perspektiven auf das Ganze. Und ja. Und deswegen habe ich das viel geguckt und dabei habe ich halt immer Hitman gespielt. Weil du musst da nicht unbedingt sehr auf die Story achten. Es gibt am Anfang halt immer so ein Einführungsvideo. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten und die Levels sind schon geil gewesen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch mal wieder Bock drauf, aber mir fehlt aktuell einfach wirklich die Zeit für einen Livestream und für was Größeres. Ich bin froh, dass ich sowas wie Last of Us und so jetzt nochmal entdeckt habe und nochmal aufnehme, weil das sind Storyspiele, da setzt du dich mal drei, vier Tage hin und machst immer mal so 3, 4 Folgen am Tag. Dann bist du durch, Last of Us Part 2, jetzt bin ich gerade dabei, dauert länger. Ich bin irgendwie gerade in der ersten richtigen Location angekommen und ich habe schon 6 Folgen, also es war die Hälfte des ersten Let's Plays zum ersten Teil. Der erste Teil hat, glaube ich, 13 Folgen plus 2 Folgen DLC. Der zweite hat jetzt schon irgendwie 6 Folgen und ich bin gerade mal in der Stadt so richtig angekommen. Aber ist ja in Ordnung, wenn es sich trägt, habe ich da nichts dagegen. Aber ja, auf jeden Fall mag ich das halt, weil das kann man schön portioniert raushauen. Und dann kommt ja im März auch Jedi Survivor, da werde ich auf jeden Fall mehr und höher frequentiert wieder Sachen aufnehmen und so. Das heißt, da ist es schon besser, wenn wir das jetzt so machen, dass ich da nicht so viel Livestream zwischenschiebe. Weil meine Masterarbeit schreibe ich ja aktuell auch noch. Die geht übrigens aber auch gut voran, also von daher. Und da macht mir jetzt so hier meine wöchentliche Aufnahme echt Spaß, das da auch ab und zu mal ein bisschen, ja, abzulenken von dem. Gut, jetzt über die Feiertage habe ich nichts gemacht, weil ich mir vorgenommen habe, ich nehme jetzt wirklich mal frei. Weil ich kenne mich, ich mache dann ein bisschen was. Dann, habe ich zwar was gemacht, ja, das stimmt.
Aber dann habe ich, wenn jetzt zum Beispiel die Weihnachtsfeiertage vorbei sind, nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich entspannt hätte in dieser Zeit. Und dann neige ich wieder eher dazu, mich dann wieder nach den Feiertagen wieder Ausreden zu prokrastinieren, Ausreden zu suchen, warum ich heute mal nichts an der Masterarbeit mache. Deswegen habe ich jetzt lieber gesagt, ich mache jetzt über Weihnachten. Ich mache jetzt wie jeder andere richtige Weihnachtsferien und dann strukturiere ich meinen Tag im Januar wieder richtig mit so 4-5 Stunden Fokusarbeit auf die Masterarbeit. Ich habe festgestellt, mehr darüber hinaus ist einfach, wenn du im Homeoffice bist und und andere Sachen nebenbei auch noch machen kannst und möchtest, mach lieber 4 Stunden am Tag als nichts und dann 8 Stunden an einem anderen Tag. Lieber 4 Stunden pro Tag, das reicht überall hin. Also für mich zumindest. Kann die natürlich jeder einschätzen. Es gibt auch Leute, die arbeiten 10 Stunden komplett konzentriert. Und wenn es dann in die Endphase geht, wenn ich dann wirklich sehr viel schreibe und nicht mehr so viel recherchiere, dann werde ich wahrscheinlich auch mal wieder einen Tag da sitzen und irgendwie 20 Seiten am Stück schreiben, weil man dann halt einfach drin ist und wenn man irgendwo Bezug nimmt auf etwas, kann man schon mal auf das bereits Gelesene noch mal besser Bezug nehmen, wenn man es gerade erst geschrieben hat. Also auf das gerade Geschriebene noch mal Bezug nehmen, wenn man es gerade erst geschrieben hat. Als wenn man das irgendwie 2 Tage später noch mal schreibt und nicht mehr genau weiß, wo habe ich darüber jetzt schon mal geschrieben und muss es vielleicht noch mal raussuchen und unterbricht damit den Lesefluss. So, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Mein Gott, ich erkläre hier 5 Stunden, warum ich nicht mehr livestream und stattdessen einfach mal über das Livestream-Projekt des Jahres reden, ja. Hitman Dry hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem es war sehr trocken, würde ich sagen. Horizon Zero Dawn waren 3 Teile Livestream mit jeweils 3 Stunden im New Game Plus, das war auch geil, sowas möchte ich bei Forbidden West vielleicht dann auch irgendwann nochmal nachschieben, wie gesagt, wenn die Zeit da ist, das Spiel läuft ja nicht weg, im April kommt glaube ich ein DLC oder so, mal schauen, vielleicht kurz davor, mal gucken, wie weit ich da mit Survivor und so bin und mit der Arbeit, aber vielleicht schaffen wir das dann irgendwie Anfang April einfach mal 3-4 Livestream-Sessions in 2 Wochen oder so und dann können wir das mal durchknallen. Mal schauen. Und Miles Morales, auch nur 3 Teile gewesen, ist ein recht kurzes Spider-Man-Spiel, wir haben uns ja auch hier nur auf die Hauptmission fokussiert und ja, fand ich auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Miles Morales ist eine tolle Serie, tolles Spiel. Toller zweiter Teil und ich freue mich auch schon auf Spider-Man 2 nächstes Jahr. Hier riecht's nach Tod. Kimakio wa de tochong. Hamin swan go trom babos. Asei, kiri goan ni goe was. Don wofta loren kiota voka. Anga, so ye fai gor vo de laian sum lata. Übergebt die Fremde, die ihr gefangen genommen habt. Dann muss niemand verletzt werden. Wir müssen uns jetzt hier durch so Arenen durchkämpfen. Kann mich null noch dran erinnern, das war halt die Botschaft, die Kopfgeldjäger-Story. Bounty Hunter, will ich immer sagen, und dann sage ich, ich mach Deutsch und dann sage ich Botschafter. Statt ich einfach Bounty Hunter sage. Naja. So, kommt noch eine letzte Welle. Woher?
Jo, da müssen wir lang. Ich wollte schon sagen, da ist doch nur sein Pferch. Da geht's nicht lang für uns. Vratan vam dao, dat vat vi bam lao gron. Gronati boy kon koniga lampu. Was soll dieses ganze Rein- und Unrein-Gerede? Koniko, wai bam lui chotai fai lai angor sun nei lam seo. Niko wai dapwa chakamran. Kongi wai he triolei. No vada grusai, walei kon patron bidei tupa. Wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir sollten zusammenarbeiten. Huawaska, bam gegen Kunghang Tromwan Blau, de Chao Trokja. Warum reden wir immer noch? Erledigen wir sie. Huan Wishe, Hadram, la no wikei guan wikon tui. Ich bringe es euch bei, wenn ihr mir helft, hier rauszukommen. Hua Ming Guang, Gam Ji Wan Guamak Ji Lan Fa. Song den Fan Gramakwan. Kacho den! Ihr habt das Wichtigste schnell erkannt. Schade, dass ich nicht bleiben kann. Dann voll Wutagan, Achnan, Chok Tontai, Webegor, Nesafun. No Wada Grusai, Walei, Kon Patron Bidei Tupa. Dann voll Wutagan, Achnan, Chok Tontai, Webegor, Nesafun. Niko Wai Dapwai Chakamran. Kongi Wai He Triolei. Ich werde versuchen, meinen Kopf zu behalten. Kom Niko Wai Bam Lui Chotai Fai Lai Angor Sun Nei Lam Seo. Huawaska Bam Gin Kung Ham Trong Wan Blau De Chao Trokja. Okay, neue Spur. Dann können wir eigentlich wieder zurück zur Siedlung. Oder sogar noch weiter zurück. Ich weiß gar nicht, wo Tales in Fall genau war. Ich glaube, da war in der Siedlung, in der wir angekommen sind. Ja. Die Explosion hat den Boden erschüttert. Die Gormaks wissen mit Sicherheit, dass ihr Schiff nie fliegen wird. Jetzt haben wir Gelegenheit, ihren Anführer Jokal anzugreifen. Ich habe einen Stoßtrupp vorausgesandt. Er wird eure Hilfe brauchen. Jokal hat sich in seine Festung zurückgezogen. Er hat ein paar unserer Verwundeten mitgenommen. Ich nehme das in die Hand. Mein Stellvertreter, Kotal D., wird sich eurem Angriff anschließen, wenn ihr drin seid. Okay, also es ist jetzt wieder da unten. Mäh. Und auch noch eine neue Nebenmission da unten, okay. Dann gucken wir doch mal. Ah, eine am Terminal, aber die wird uns immerhin als wichtig angezeigt, von daher... Hä? Wo geht's nach? Da drüben geht's hoch. Profi bei der Arbeit, ja. So, das habe ich gar nicht gelesen. Forstkommandosoldaten haben um Hilfe bei der Rückeroberung von Gebieten von den Gormaks gebeten. Die Gormak-Wachtürme waren die Gormaks vor jeglichen sich nähernden Kommandoangriffen auf ihre Versorgungslinien. Sie müssen ausgeschaltet werden, bevor die Vos zurückschlagen können. Zünden die Gormak-Wachtürme im Gormak-Gebiet an. Okay. Ist das jetzt überhaupt nicht hier? Ah, doch, hier. Wurde nicht aktualisiert. Okay. Dann gehen wir mal los. Ja, und dann kommen wir zur letzten Umfrage. Also wie gesagt, Miles Morales hat gewonnen. Finde ich zu Recht. War cool. Wie gesagt, das ist... Ich bin halt immer so zwiegespalten, ne? Was will man... Was mag man mehr? Mag man so komplett Let's Plays, wie bei God of War Ragnarok? Oder mag man halt so Fokus-Let's Plays, wo man wirklich sagt, wir spielen jetzt nochmal die Story durch, konzentrieren uns darauf, setzen uns mit ihr auseinander und haben halt dann irgendwie nur weniger Folgen.
Das wäre auch mal eine spannende Frage, die ich wirklich mal stellen müsste. Mal vielleicht auch mal in so einer Umfrage einfach. Genau, und dann habe ich gefragt, welche Assassin's Creed-Reihe war noch dieses Jahr euer Highlight auf meinem Kanal? Na, war natürlich Valhalla, ging ja weiter zum Beispiel mit Dawn of Ragnarök, dem Gräbern der Gefallenen Teil 2, ein sehr beliebtes Video, fand ich toll, hat mich gefreut, weil, ich habe erst gar nicht, hab erst komplett verplant, dass ein neues Update kommt, habe es dann einen Tag darauf festgestellt, habe es aufgenommen, habe es hochgeladen, dann war es trotzdem noch 2 Tage später erst, obwohl das Update schon 2 Tage da war, trotzdem noch so ein erfolgreiches Video, hat mir echt Spaß gemacht. Also gut, bei solchen Sachen gucken Leute halt immer auch ein bisschen nach Lösungen, ne? Und dann gucken sie halt in irgendwas rein, was ihnen vorgeschlagen wird, aber das Video ging ja trotzdem irgendwie 2 Stunden oder so, also dass man da irgendwie kein Tutorial bekommt, sondern einen kompletten Playthrough sollte man ja wissen, bevor man drauf drückt. Deswegen, hat es mich umso mehr gewundert, dass da so viele Leute scheinbar eingeschaltet haben und dann auch noch geliked haben und so. Gut, ich habe Zeitmarken erstellt, wann welches Grab dran war, das heißt, da konnte man so sich grob orientieren, aber ansonsten, ja. Also man konnte es schon in Teilen auch als Tutorial benutzen, das meine ich damit, oder als Guide, nicht Tutorial. Tutorial ist das falsche Wort dafür. Erst warm. Genau, also da kam auf jeden Fall einiges. Dann natürlich auch das letzte Kapitel. Das heißt, Valhalla wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf keinem Kanal stattfinden. Das ist wirklich. Also ich meine, 2 Jahre, ich habe alles, was es zu dem Spiel gab, auf meinem Kanal. Also ich habe die Grundstory, die beiden ersten DLCs als Story-Videos zusammengeschnitten. Ich habe Dawn of Ragnarök komplett gestreamt. Also ich habe dieses Jahr schon ein bisschen gestreamt. Deswegen habe ich übrigens Valhalla auch nicht mit reingenommen bei meinen liebsten Streaming-Projekten, weil ja Valhalla dann nochmal kam. War auf jeden Fall das beliebteste Assassin's Creed Projekt. Und dieses Jahr ist ja auch endlich mein Run zu Ende gegangen, alle Assassin's Creed Spiele zu Let's Playen. Also ihr findet jetzt alle Assassin's Creed Spiele in neuem Look, also nicht die Spiele, sondern die Cover dafür, im neuen 15 Jahre Assassin's Creed Jubiläums Logo Look auf meinem Kanal. Das hat echt viel Arbeit gemacht, ich musste tagelang die Thumbnails austauschen, weil ich nicht alle an einem Tag machen konnte, weil, also ich habe alle an einem Tag neu gemacht in Photoshop, ja, oder beziehungsweise in meinem Bearbeitungsprogramm, aber ich habe, es gibt eine Begrenzung bei YouTube, wie viele Thumbnails man hochladen kann am Tag. Noch nie erreicht, noch nie gebraucht. Ich glaube, es sind irgendwie 100 oder so. Das heißt, ich musste die Reihen über die Tage editieren, weil Assassin's Creed Odyssey sind ja nur mal 130 Folgen allein. Ist auch das längste Spiel. Es war so ein bisschen der God of War-Effekt. Also da habe ich halt auch komplett euch mitgenommen beim Spielen und komplett blind alles gezeigt. Aber ja, auf jeden Fall habe ich da neue Logos erstellt, weil ich fand, dass das alles ein bisschen zu uneinheitlich war, dafür, dass es halt wirklich der Playlist-Abschnitt auf meinem Kanal die geballte Assassin's Creed-Erfahrung heißt. Und dann sieht irgendwie jedes Cover ein bisschen anders aus. Weiß ich nicht, hat mir irgendwie nicht gefallen, deswegen habe ich das ein bisschen angepasst. Und habe da jetzt einfach meinen Traum erfüllt und habe mir jetzt diese neuen Logos, die es zum 15-jährigen Jubiläum, weil ja auch dieses Jahr erst gab, einfach den Vorsatz gemacht, dass ich das jetzt noch ein bisschen anpasse und das hat sehr gut funktioniert, finde ich. Ich finde, es sieht richtig geil aus. Da auf jeden Fall mal reingucken. Aber wie gesagt, dann war Brotherhood das zweitbeliebteste Assassin's Creed Let's Play. Kann ich verstehen. Ist auch eins, glaube ich, meins meiner liebsten, weil es halt komplett im Rom spielt und die Borgias da eine große Rolle spielen. Ich habe Brotherhood damals gespielt. 2014 waren wir. 2014 waren wir in Rom. Genau, wir waren bei dem 7-1 WM-Spiel, glaube ich, damals in Rom. Es war irgendwie kompletter, also wir waren in so einer Jugendherbergsähnlichen Dorf oder was das ist. Und da war irgendwie kompletter Tumult, also da war wirklich richtig, richtig aufgeregt. Da waren auch irgendwie Leute aus Brasilien da, Schüler und so, und da war richtig Public Viewing und so ein Zeug. Ich gucke ja keinen Fußball, das weiß ich, war da nicht anwesend. Aber es wurde mir berichtet. Auf jeden Fall waren wir da in Rom, im Petersdom, in der Engelsburg. Und wenn man die ganzen Sachen aus dem Spiel kennt und dann auch merkt, okay, die Entfernungen, die man im Spiel so hat und die Wege, die man im Spiel geht, die passen sogar ungefähr zu dem, was tatsächlich passiert ist oder zu dem, was tatsächlich existiert, ist es nochmal ein ganz anderer Effekt. Und ich konnte mich super in Rom zurechtfinden, nur weil ich das Spiel gespielt habe. Das ist bis heute noch ein Highlight. Es war wie so ein Fremdenführer, nur allein dadurch, dass ich das Spiel gespielt habe. Also das war wirklich, wirklich, wirklich ein Highlight. Also deswegen kann ich verstehen, warum das auf Platz 2 ist. Danke. Ganz schön kurz angebunden, ich dachte, ich kann mal was trinken. Befolgt einfach meine Befehle. Wir werden die Gormax schon bald erledigt haben. Der Großteil der Gormax-Horde ist in den Gängen vor uns. Sie werden zur Verteidigung ihres Königs eilen. Wir sollten Jokals potenzielle Verstärkung eliminieren.
Viele Kommandos würden beim Einsturz der Höhle sterben. Die Gormax allerdings genauso. Ziemlich kaltherzig. Wir stoßen wieder zu euch, wenn es erledigt ist. Ja, und auf Platz 3 dann Revelations mit nur 6% der Stimmen. Ja, Revelations ist so ein schwieriges Ding mit Konstantinopel und so. Ist zwar mal ein cooles neues Setting, ja, aber fühlt sich so ein bisschen zu losgelöst an. Und der Ezio ist mir da auch ein bisschen zu Debri am Dauer, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall verstehen, warum man da nicht so der Fan von ist. Aber ja, wie gesagt, mir hat eigentlich jedes Assassin's Creed-Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal rausgefunden, Rogue habe ich ja auch Let's Played und so. Das sind alles so Spiele, die vergisst man irgendwie so schnell, aber es sind alles wirklich Highlights. Und ich gucke ab und zu wirklich gerne nochmal in das ein oder andere Let's Play einfach rein. Ich weiß noch, wir haben damals, ich glaube, das war wirklich Beginn der Pandemie. Das war, glaube ich, im April oder im Mai damals, 2020, dass ich Black Flag gestreamt habe. Ja, ich glaube, das müsste im Mai oder im April oder im Mai gewesen sein. Weil ich da wirklich, ich hatte ja Praktikum von Januar bis März eigentlich. Für meinen Bachelor noch. Und also ich hatte meine Masterarbeit und so alles schon fertig, musste nur noch mein Praktikum machen. Und dachte, oh cool, das lasse ich jetzt cool ausklingen von März bis März und dann fange ich im April mit dem Masterstudium an. Und ja, dann kam die Pandemie mitten in mein Praktikum. Ist natürlich trotzdem abgeschlossen worden, erfolgreich. Also wir haben dann quasi noch 2 Wochen Homeoffice gemacht. Das heißt, ich habe mal ein paar Excel-Listen und so korrigiert und ein paar Sachen rausgesucht für Leute, aber so richtig im Büro aktiv war ich jetzt nicht mehr. Aber gut, ich meine, wieso sollte ich dafür bestraft werden, dass jetzt plötzlich eine Pandemie reinkickt? Aber es war halt spannend, weil ich war unter anderem in dem Büro, in dem auch der gesundheitspolitische Sprecher dieser Fraktion im Landtag war. Das heißt, oder einer, der halt im Gesundheitsausschuss sitzt. Das heißt, es ist schon mal sehr spannend da halt, weil der muss dann natürlich auch, der wird halt auch oft gefragt, nicht nur von den regionalen Zeitungen, sondern halt auch von größeren Zeitungen des Bundeslandes. Und ja, das war schon cool, nicht spannend, das mitzuerleben. Und es war auch gerade Wahlkampf, also es war gerade auch noch Kommunalwahlkampf, also es war halt alles in diesem Ding zusammengelaufen. Ja, da war in dem Büro war halt Landesdings, Landes- oder beziehungsweise Landesvertreter, Mitglied des Landtags, Mitglied des Bundestags war da im Wahlkreisbüro und dann halt im letzten Ende noch auch noch Kommunalwahlzentrum. Und ja, genau, dann habe ich halt gedacht, okay, dann machen wir im März dann einfach an. Dann habe ich schon damals gedacht, naja, März endet dann mein Praktikum und gleich Mitte April geht's schon wieder mit dem Master los. Ein bisschen Pause wäre nicht. Und dann kam die Pandemie, habe ich gedacht, jetzt ist alles nicht in Präsenz. Und beziehungsweise am Anfang war es ja noch nicht sicher. Und ich hatte dann trotzdem, es war eine ungewohnte Situation für mich. Hat dann einfach nicht, hat dann einfach wirklich ein bisschen auch Angst davor. Dann habe ich gedacht, okay, komm, ich mache jetzt einfach mal ein Übergangssemester. Und da mein Praktikum eh noch nicht angerechnet werden konnte vor Ende des Semesters, weil es endet ja Ende März und ich habe erst Ende März die Bestätigung bekommen, habe ich es einfach dann im Mai anrechnen lassen und habe dann quasi noch ein Bachelor-Semester gehabt, wo ich halt nichts mehr gemacht habe, weil ich alles fertig hatte und habe dann erst im beginnenden Wintersemester auch noch online, weil damals wusste ja noch niemand, dass die Pandemie so lange dauern wird, aber damals halt auch noch online losgelegt mit meinem Masterstudium. Ja, und hat sich auch als gute Entscheidung herausgestellt, weil der Sommer, der war für mich persönlich schon wichtig, mich ein bisschen mit dieser Situation zu arrangieren und auch mal einfach ein bisschen zu atmen nach dem Bachelor. Weil ich habe im Bachelor wirklich kein Semester so wirklich wenig gemacht. Ich habe immer die Punkte gemacht, die man machen soll und bin recht gut durchgekommen. Und hatte dann am Ende halt nach 6 Semestern auch mein Praktikum und alles fertig. Also 6 Semester der Regelstudienzeit habe ich auch geschafft. Und dann das 7. Semester war halt, wie gesagt, dieses Sommersemester, wo die Pandemie so richtig ausgebrochen ist. Habe ich dann halt einfach als zusätzliches Semester rangehangen. Ja. Und da haben wir Assassin's Creed Black Flag gespielt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war echt cool. Jedes Assassin's Creed Spiel war cool. Ihr werdet die Sterne nie erreichen. Die Mystiker haben euer Scheitern gesehen. Ein Gormag wagt zu sprechen, als hätte er das Wissen eines Mystikers. Das ist ein Sakrileg. Er sagt, ihr werdet von Felsen zerquetscht und ihr seid darüber verärgert, dass er Dinge voraussagt.
Visionen sind eine heilige Gabe, die nur Mystiker haben. Sie sind nicht für Bestien wie ihn bestimmt. Das ist nicht lustig. Das dunkle Herz ist ein böser Ort. Alle, die in seine Nähe kommen, werden verrückt. Keiner kehrt von dort zurück. Erst warm. Ist das so? Tut man bald trinken, lommert wo man matchet. Willkommen, die Gottanlein. Chofei, Tapchong, Latamso. Na los, weiter im Text. Ich übergebe euch den Voss. Eure Visionen könnten einen Wert für sie haben. Wir werden ihn zu Telsen Fall bringen und ihm von Kotal Des Tod berichten. Ihr solltet auch euren Leuten in Voska Bericht erstatten. Ihr habt unseren Dank, aber nun geht. Okay, dann gehen wir mal zum Missionsdepot zurück und dann noch sprechen wir nochmal mit Darth Serevin und dann in der nächsten Folge wieder ein neues Gebiet. Das funktioniert auf Voss tatsächlich sehr gut, das finde ich toll. Ja, das waren die Umfragen. Morgen, also beziehungsweise wenn ihr das hier seht, kam die schon. Kommt noch eine Umfrage, natürlich, was ist euer liebstes Star Wars Let's Play? Zur Auswahl stehen das Schmuggler Let's Play mit Janina, was im Sommer, glaube ich, zu Ende gegangen ist. Das war auch so ein Pandemie-Ding. Haben wir am 1. Januar 2020 angefangen und dann durch die Pandemie durch war es halt einfach geil, dass wir da uns jede Woche irgendwie oder alle paar Wochen, wir haben ja mehrere am Stück aufgenommen, alle paar Wochen getroffen haben, aufgenommen haben und so, haben wir ein bisschen Abwechslung gehabt. Mandalorian, was wir hier gerade spielen. Lego Star Wars. War kein großer Fan des Spiels tatsächlich leider. Also jetzt im Nachgang überhaupt nicht. Finde ich schrecklich. Hat überhaupt keinen Charme mehr wie die alten Lego-Spiele durch diese neue Levelstruktur und dieses Open-Worldige dazwischen. Und dass du Episoden nicht mehr ganz neu spielen kannst, also du stellst nochmal einen neuen Game-Durchlauf. Schreckliche Entscheidung. Passt einfach nicht zu Lego-Spielen. Kann ich in jedem anderen Spiel haben, möchte ich nicht in Lego spielen. Und jetzt das kürzlich gestartete Jedi Fallen Order in der Originalversion, um uns nochmal auf Jedi Survivor vorzubereiten. Also da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, beziehungsweise habt ihr ja schon vielleicht abgestimmt, was euch da gefällt. Wir haben bereits von eurem Sieg gehört. Die ganze Stadt spricht darüber. Sie sagen, dass ihr diesen sogenannten Gormak-König gefangen genommen habt. Die Narren sind überzeugt davon, dass sich ihre Prophezeiung auf euch bezogen hat. Ausgezeichnet. Samaro sagte etwas von neue Weisheit bringen. Das könnte alles bedeuten. Es könnte sich sogar darauf beziehen, dass sich die Voss dem Imperium anschließen. Vergesst es einfach. Samaro hat bereits um eine Audienz mit euch angesucht. Der Mann, mit dem ihr sprechen wolltet, ist zurückgekehrt, Abgesandter. Das Gormak-Schiff wurde zerstört. Sie werden die Sterne nicht erreichen. Die Vision sprach von euch. Die drei wurden von eurem Kampf mit Jokal unterrichtet. Sie sind beunruhigt. Gormaks sind keine Mystiker. Sie haben keine Visionen. Dies ist die neue Weisheit, die von der Prophezeiung vorausgesagt wurde.
Sie liegt im dunklen Herz. Ich brauche mehr Informationen über diesen Ort. Auf wen oder was treffe ich dort? Das dunkle Herz ist ein böser Ort, tief in den Albtraumlanden. Uns ist es verboten, ihn aufzusuchen. Wir wissen nicht, welche Gefahren es birgt. Mit diesem Wissen müsst ihr zu mir zurückkehren. Es wäre mir eine Ehre. Ihr habt unseren Dank. Gut gemacht. Ein letzter Schritt und Voss gehört uns. Es wird nicht einfach sein. Selbst die mächtigsten Sith konnten nicht weit in das dunkle Herz vordringen. Nur keine Panik. Die Macht der dunklen Seite ist dort überwältigend. Stark genug, dass sie sogar Sith in den Wahnsinn treibt. Der dunkle Lord Murbeck Gehn haust am Rande des dunklen Herzens und studiert dessen Macht. Er alleine hat es geschafft, dem Wahnsinn zu widerstehen. Sucht ihn in den Albtraumlanden. Er muss einen Weg kennen, wie ihr euch vor der dunklen Macht schützen könnt. Alles klar, dann machen wir uns aber auf den Weg zu dem netten Herrn. Ja, klingt ja sehr zurechnungsfähig. Was sagt eigentlich unsere Eroberung? Fehlt noch ein bisschen was. Naja, ist egal. Genau. Also, das war's eigentlich schon heute wieder mit der Folge. Wir fliegen natürlich jetzt noch dahin, um dann nächste Folge direkt dort loslegen zu können. Es kommen wie gesagt noch zwei Umfragen. Einmal welches Star Wars Let's Play, habe ich ja gerade gesagt. Und dann gibt es auch am 1. Januar, ne, neues Jahr, neues Glück, noch eine Umfrage im Ausblick quasi, auf welches Let's Play ihr euch dieses Jahr auf meinem Kanal am meisten freut. Zur Auswahl habe ich jetzt einfach, man kann ja immer nur vier Sachen reinnehmen bei YouTube. Habe ich einfach mal die Sachen reingenommen, die ich weiß, die dieses Jahr auf meinem Kanal kommen werden. Und natürlich auch die, die dieses Jahr auf meinem Kanal kommen werden. Also die möchte ich auf jeden Fall auf meinem Kanal capturen. Und auf welches von diesen freut ihr euch am meisten? Da wäre natürlich zuallererst Jedi Survivor, dem zweiten Teil von Jedi Fallen Order, also dem zweiten Teil der Jedi-Reihe mit Cal Kestis und Sir Yunda, BD-1, Grease Tridus und Co. Sehr gespannt. 10 Jahre nach Episode 3 spielt es, 9 vor Episode 4. Damit 5 Jahre nach dem ersten Teil. Also ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt hat, welche Story wir da erleben werden. Ich bin sehr gespannt. Dann The Last of Us Part 2. Part 1, wie gesagt, kommt ja jetzt gerade, läuft ja jetzt aktuell auf meinem Kanal und der wird auch natürlich bis rein ins 2023 nur laufen. Und danach möchte ich natürlich Part 2 anschließen. Das heißt, darauf freuen wir uns. Also es müssen jetzt nicht Spiele sein, die erst nächstes Jahr rauskommen, die ich da reingenommen habe. Wie gesagt, sondern nur Spiele, die ich schon kenne. Wo ich schon weiß, dass sie kommen werden und dass ich sie spielen werde nächstes Jahr. Eins von den beiden Kategorien. Und dann natürlich Assassin's Creed Mirage, ne? Der neue Assassin's Creed Teil, der soll glaube ich jetzt im August oder so soll kommen, ist jetzt das neueste Gerücht. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, soll ja wieder zurück zu den Wurzeln gehen, eher so ein bisschen an Assassin's Creed 1 erinnern, nur halt in besserer Grafik und besserem Parcoursystem. Mal schauen, ob sie die Parcours-Finesse von Unity wieder erreichen oder nicht. Und zu guter Letzt natürlich, bis jetzt auf Herbst angekündigt, hoffentlich erscheint es dann auch nächstes Jahr wirklich, Spider-Man 2. Also in dem dann erstmal Spider-Man, Peter Parker und Miles Morales zusammen in einem Spiel sind. Und es quasi dann der offizielle zweite Teil ist, der dann vielleicht auch eine Koop-Komponente oder so hat, aber man es auch allein spielen kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Das heißt, auf welches dieser Let's Plays freut ihr euch nächstes Jahr auf meinem Kanal am meisten? Schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar Worte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es war ein echt tolles Jahr. Es ist auch wirklich das letzte Video, was dieses Jahr auf meinem Kanal erscheinen wird. Das heißt, danke für die Treue. Ich meine, ich gucke immer so rein in mein Studio oder mein YouTube-Studio und bin da immer ganz überrascht, wie viele Sachen ich eigentlich in einem Jahr hochlade. Und das habe ich nie gedacht, dass ich das so viele machen werde. Und es, ja, jeder normale Mensch würde sagen, warum tust du das? Guckt eh keiner. Aber wie gesagt, es macht mir einfach Spaß. Es ist mein Hobby und ich bin über jeden dankbar, der zuguckt. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und dem ich vielleicht irgendwie ein bisschen Freude damit machen kann. Das heißt, vielen Dank an jeden Einzelnen. Genau du. Ja, du bist gemeint. Ja, ja, genau. Nein, nicht du. Nicht der neben dir, wo du wegguckst, sondern du. Du, genau. Ja, du bist gemeint. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Silvester. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, zur Not halt auf einem Kinderspielplatz, auf einer Rutsche oder so. Weil rutschig wird es wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland sein. Und beim wärmsten Silvester seit irgendwie 100 Jahren oder wie es heißt. Das heißt, vielen Dank für die Treue, vielen Dank und ich hoffe, wir werden nächstes Jahr richtig cool. Wir kriegen nächstes Jahr ein richtig cooles, hoffe ich, neues Star Wars Spiel, Singleplayer Spiel. Das hatten wir letztes Mal 2019, das heißt, nächstes Jahr ist ein richtig geiles Star Wars Jahr, vor allem für diesen Kanal. Und ich freue mich darauf, wenn ihr dann mit mir auf diese Reise kommt und mehr kann ich heute einfach nicht mehr sagen. Das heißt, guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder in alter Frische. Und spätestens nächste Woche
auch im neuen Jahr, zu Star Wars The Old Republic. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und ciao.